Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Blackguards aus dem Hause Dedelic. Es soll ein rundenbasierendes RPG sein, das richtig schön auf Taktik basiert. Also primär auf einem Schlachtfeld, man muss dann die richtigen Bewegungsabläufe machen oder die richtigen Fähigkeiten einsetzen. Richtig schön taktisch knackig. Und da wollte ich jetzt mit euch zusammen blind reinschnuppern. Das heißt, neues Spiel. Zur Auswahl haben wir einen Krieger, einen Magier und einen Jäger. Alle mit interessanter Frisur. Aussehen können wir aber ändern. Sehr gut. Oh, der sieht passend aus. Aber ich spiele mal einen Krieger, weil ich allgemein Leute im Platter einfach cooler finde. Der Krieger ist ein Spezialist im Umgang mit Waffen und kann viel einstecken, bevor er zu Boden geht. Doch in anderen Fähigkeiten ist er eher schlecht ausgebildet. Also ja, ein Tank, das passt. Name wäre schon mal Gerugon. Was haben wir noch so für Gesichter? Ne. Ich glaube, ich nehme... Ja, schwarz passt eigentlich besser zu so einem düsteren Krieger. Ja doch, das ist unser Gerugon. Stärken. Ausgebildeter Umgang mit Ein- und Zweihandschwertern. Gute Körperbeherrschung, hoher Widerstandswert gegen Wunden. Elementares Wissen über Wundheilung. Schwächen. Keine Erfahrung in der Wildnis. Ungeübt im Umgang mit Fernkampfwaffen. Wir können anscheinend keine Attribute verteilen. Finde ich schon mal schade. Dann möchte doch sein Charakter eigentlich so ein bisschen individualisieren. Dass man sagen kann, ich habe jetzt den Charakter gemacht und keiner wird einen ähnlichen Charakter haben. Hier hat man halt nur 5 verschiedene Aussehen. Okay, man könnte auch weiblich spielen. Aber, aber ja, man muss bedenken, das Ganze ist immer noch in einer Alpha-Version. Also hoffe ich einfach mal, dass noch ein bisschen was dazu kommt. Aber gucken wir mal weiter, okay? Wir können unserem Verstand folgen. Oder unseren Instinkten. Oder unseren Freunden. Sie alle werden uns irgendwann täuschen. Vertraue niemanden, sagt der Zyniker. Schon gar nicht dir selbst. Das ist schon mal sehr düster. Was aber ein dickes Pluspünktchen ist. Eleanor. Ah, willkommen im Tutorial. Schließen. Okay, wir haben... Wo sind unsere Bewegungspunkte? 39. Ich hätte das eben wohl nicht wegklicken sollen. Hotkey-Leiste, Charakterbogen, Inventar, Questlog, Menü. Hexfeld, nein, Tutorial an. Ja, okay. Also wir können anscheinend diese Runde noch nicht angreifen, sonst wäre nicht rot. Ich mache mal einen Schritt zurück. Und würde mich gerne nach... Wow. Würde mich gerne nach da drehen, wenn das geht. Sinneschärfe benutzen, Attacken... Warte mal, jetzt muss ich da hingehen und dann zurückgehen, um mich umzudrehen? Anscheinend. Was? Nee, will ich nicht. Okay, dann warten wir mal ab eine Runde. Runde beenden. So. Und der kommt nicht näher ran, sondern will unsere Freundin fressen. Okay. Ran da. Runde beenden. Enter ist auch unbeenden, okay. So, was können wir dir jetzt alles anstellen? Attacken. Wuchtschlag. Ein heftiger Schlag, der den angerichteten Schaden erhöht. Ruf da. Oh, der ist gleich hin.
geworden? Prinzessin. Oh, Prinzessin. Eleanor. Was geschieht hier? Was geschieht mit mir? Dort hinten ist jemand. Das ist schon mal sehr verwirrend. Den Namen. Sag uns den Namen. Lysander, was? Fahr zur Hölle, Mistkerl. Du hast Eleanor erschlagen. Nein, das ist nicht... Was ist mit mir passiert? Er muss uns den Namen sagen. Wovon redet ihr? Welcher Name? Sag uns endlich, was du weißt. Was ich weiß? Was für ein Name? Schön. Du lässt mir keine Wahl. Mein Freund Muratori wird dich gesprächiger machen. Wie lautet der Name? Ja! Den Namen. Welcher Name? Ich weiß es nicht! Ich war mir meiner Sache immer sicher. Ich wollte faul sein und in der Sonne liegen. Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Der Tod der Prinzessin hat alles verändert. Sie halten mich für ihren Mörder. Und vielleicht haben sie recht. Vielleicht spielt es keine Rolle. Man kommt als niemand auf die Welt und tritt als niemand ab. Sie werden mir einen Strick um den Hals legen und der Hals wird brechen. Dennoch plagt mich diese eine Frage. Was zum Namenlosen ist mit mir geschehen? Ich habe zwar nicht verstanden, worum es geht, aber mein Gefühl sagt mir, du solltest nicht hier bleiben. Wie hast du dich befreit? Ihr Großlinge wisst nicht, wie man einen Androscho einsperrt. Wir bekommen Besuch. Hey! Das Ringmenü bietet dir neben Spezialmanövern, Zaubern und Fähigkeiten alle taktischen Möglichkeiten der nativen Figur. Rechtsklick. Okay. Die Initiativleiste, das da, zeigt dir, in welcher Reihenfolge Freund und Feind am Zug sind. Der Balken 2 in der Initiativleiste zeigt an, wann die laufende Runde beendet ist. Okay. Je höher der Initiativewert einer Figur, desto eher ist er am Zug. Ja, schön, aber so eine Wunde von einem Wolf ist doch was arg anderes als ein Schlag auf den Kopf. Also schon mal komisch. Aber na gut, lassen wir uns nicht von irritieren. Der Typ hat eine Nahkampfwaffe und wir können uns 4 Felder in einer Runde bewegen. Also gehe ich davon aus, dass er auch sich 4 Felder bewegen kann. Das heißt, wir gehen mal dahin. Enter. Du, 1, 2, 3, 4. Bewegen uns dahin. Enter. Spezialmanöver. Neben der einfachen Attacke verfügt einige Charaktere über Spezialmanöver, so wie unser Wuchtschlag bei Girogon. Ja. Naurum zum Beispiel kann mit Hiebwaffen wie seiner Fackel einen Wuchtschlag ausführen. Spezialmanöver sind mächtiger als normale Attacken, bringen aber auch Nachteile mit sich. Der Wuchtschlag erhöht den Schaden, verringert aber die Trefferwahrscheinlichkeit. Klicke mit der linken Maustaste auf die Aktion, die du auswählen willst, fahre mit der Maus über das Faustsymbol, wähle dann den Wuchtschlag aus und klicke auf den Gegner, um ihn auszuführen. Okay, also, du, Wuchtschlag, bam. Trifft. Wache pariert meisterlich. Okay. Dann gehen wir mal hinter die Wache und hauen der Wache meisterlich in den Rücken. Au. Du, Wuchtschlag. Er dreht sich jedes Mal um, ernsthaft? Es muss sehr anstrengend sein, sich so oft zu drehen. So, Wache kaputt. Er wird uns danken, wenn er auf dem Weg ins Totenreich nicht zu viel schleppen muss. Das ist sympathisch. Hier sind die Schlüssel. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Brillennase dich gefragt hat. Du meinst Lysander? Die Brillennase. Vielleicht solltest du ihm einfach sagen, was du weißt.
Ich habe gerade das Gefühl, dass er so eine Art Doppelagent ist. Dass sie mich entkommen lassen und er soll mich jetzt ausfragen, was ich weiß. Und dann läuft er zur Brillennase. Warum guckst du uns zu? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich wollte euer Land vor dem Drachen beschützen. Bekämpfe Feuer mit Feuer, habe ich mir gedacht. Vor welchem Drachen? Der Drache. Der Goldene. Dessen Ränke uns alle verschlingen werden. Weil wir für den ewigen Kampf blind geworden sind. Okay. Ja, meinen verrückten Zwergen dabei. Wie heißt du? Ich bin Naurim. Einfach Naurim? Kein Sohn des... Einfach Naurim. Wenigstens hat er sich den Bart nicht abrasiert. Das wäre zu klischeehaft. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Freunde, ich liebe Geheimnisse. Aber ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mich ebenfalls befreien könntet. Okay. Beute, 25 AP. 3 Dukaten. Das ist eine ganz schön reiche Wache gewesen. 3 Dukaten, das ist eine ganze Menge. Jedenfalls im alten DSA. Wir würden gerne alles nehmen, denke ich mal. Traglast 1045, jo, alles nehmen. Bitte schließt auf. Ich bin unschuldig. So unschuldig, wie ein Mann meines Alters nur sein kann. Was soll das denn heißen? Warum trägst du diesen hässlichen Eisenkragen? Weil es ein Magier ist. Mir gefällt er auch nicht. Also es ist garantiert ein Magier. Die dürfen ja nicht zaubern, wenn sie Eisen am Leib haben. Gerade so eine Kragen oder Kettenfesseln sind da prädestiniert für. Warum bist du eingesperrt? Das wüsste ich auch gern. Aha. Ich bin Zauberer. Und aus Al-Anfa. Offenbar Gründe genug, mich als Spion zu brandmarken und einzukerkern. Mein Name ist Zobaran. Aus dem Hause Florios. Al-Anfanan ist nicht zu trauen. Ich sage dir, der Drache hat ihn gesandt. Sehr schön. Ich mag ihn. Was führt einen Al-Anfaner ins Land seiner Feinde? Das Wetter, die Landschaft, Frauen. Ja, wir haben nicht wirklich eine Wahl. Das finde ich schade. Ich schließe auf, wir können Hilfe gebrauchen. Wundervoll. Jetzt muss ich nur noch diese Krause loswerden. Das Inventar. Du hast neue Ausrüstung erhalten. Von der Wache, ja. Über I oder das Inventarsymbol öffnest du das Inventarmenü. Hier findest du die gesamte Ausrüstung deiner Charaktere. In der Heldenanzeige siehst du, wie die ausgewählte Figur aktuell ausgestattet ist. Per Drag and Drop kannst du neue Waffen und Ausrüstung aus deinem Gruppeninventar in die Ausrüstungsklasse ziehen. Zur besseren Übersicht kannst du das Inventar nach Waffenrüstung und sonstigem filtern. Über die Heldenporträts wechselst du zwischen den Helden. Oh, was haben wir denn hier? Wie geil! Oh, sehr schön, das gefällt mir. Also wir haben jetzt quasi so eine Wahlmöglichkeit. Also ich stelle mir gerade vor, wir sitzen in der Pen and Paper Abenteuerrunde zusammen und der Dungeon Master sagt mir jetzt, so, ihr habt jetzt gerade den Al-Anfan aus eurer Zelle geholt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Tür zu öffnen oder in den Warteraum zu gehen. Und dann je nachdem, worauf klicken, erzählt dann der Dungeon Master als nächstes, was passiert. Das finde ich ein sehr interessantes Prinzip. Also das gefällt mir schon mal stark. Aber jetzt gucken wir uns erstmal kurz das Inventar an. Oh, das ist ganz schön viel Text. Schaden gibt einen Schadenspunkt gemacht, Attacke Parade. Das ist soweit intuitiv. Metallisch. Hier siehst du Panzerung Metall enthalten. Schränken Zauberer ein. Rüstungsset. Von jeder Rüstungsart, zum Beispiel Lederrüstung, gibt es ein Set. Rüstest du einen Held mit einem kompletten Rüstungsset aus, erhält er im Kampf zu sie Vorteile. Waffensets. Also man kann mehrere Waffensets parat legen. Also einmal Schwert und Schild, einmal Zweihandwaffe und dann kann man zwischen den Sets wechseln. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Gürtel. Hilfsmittel wie Heiltränke, Gifte, Wurfwaffen oder Fallen kannst du ebenfalls ausrüsten. Ziehe einen Gürtel aus deinem Inventar auf deinen Helden. Anschließend kannst du Items deiner Wahl in einen Gürtelslot ziehen. Das Benutzen eines Items kostet eine Aktion. Okay. Du kannst so viele Gegenstände mitnehmen, wie du willst. Überschreitet das Gewicht aller Items in deinem Gruppeninventar jedoch die Tragkraft der Gruppe, die hoffentlich abhängig ist von der Anzahl der Mitglieder der Gruppe und der Stärke der Gruppe, also der Stärke der Charaktere der Gruppe,